Noch ein Tag kommt zu Ende und du hast einfach deine Übungen nicht geschafft, den ganzen Tag gearbeitet und bist einfach zu nichts gekommen, würdest dir aber gerne ein bisschen mehr bewegen, beziehungsweise du weißt, dass mehr Bewegung deine Schmerzen lindern könntest. Aber wann denn? In diesem Video zeige ich dir eine ganz einfache Übungsroutine, die du abends vor dem Bettgehen machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern und einfach besser zu schlafen. 6 Millionen Deutsche können einfach abends nicht schlafen. Übungen sind nachweislich eine gute Methode, um den Schlaf zu fördern. Die sorgen nicht nur dafür, dass du besser einschlafen kannst, aber auch, dass du besser durchschläfst und längere Zeit in den Tiefschlaf bleiben kannst, wodurch der Erholungseffekt von dem Schlaf auch verstärkt wird. So, wir quatschen gar nicht weiter, sondern ich zeige dir jetzt eine ganz einfache Routine, die du abends auch einfach in Pyjama machen kannst, mit Übungen im Stehen, Sitzen und endlich Liegen, die dabei helfen werden, besser einzuschlafen, Schmerzen zu lindern und zu entspannen, bevor man ins Bett geht. Dieses Übungsprogramm, was ich dir jetzt zeige, der entstand aus einem wissenschaftlichen Artikel, die nachgewiesen hat, dass die Patienten, die dies gemacht haben, besser abends schlafen können, einschlafen könnten und auch weniger Beschwerden hatten am nächsten Tag. Er basiert sich von Übungen aus der Yoga. Und deswegen werden die Übungen nicht nach Wiederholungen gemacht und auch nicht nach Zeit, sondern nach Atemzüge. Das Verbinden von der Atmung sorgt dafür, dass du dich besser entspannen kannst und reduziert auch den Stresslevel. Die erste Übung ist, wie gesagt, im Stehen. Du stellst dich aufrecht hin, deine Füße sind hüftbreit auseinander. Dein Gewicht ist jetzt deutlich weiter auf den Fersen, dein Oberkörper ist erstmal aufrecht. Und nun beugst du deinen Rumpf vorwärts, so weit wie du kannst und lässt dich einfach fallen. Das Ziel ist jetzt, die gesamten hinten Oberschenkel- und Unterschenkelmuskulatur zu dehnen und auch den Rücken. Lass dich nach vorne fallen und bleib in dieser Position für 10 Atemzüge. Atme tief ein und bei dem Ausatmen versuchst du noch weiter nach unten zu kommen mit deinen Händen. Und langsam 10-mal tief einatmen und bei dem Ausatmen weiter nach unten. Du wirst merken, bei jeder neuen Ausatmung kannst du einen Tick weiter nach unten kommen. Es geht nicht darum, dass du deine Hände zum Boden bekommst. Du kannst auch gerne die Knie leicht beugen und dadurch dann halt den Rumpf noch weiter vorwärts zu kriegen. Aber versuche für Schritt die Knie wieder zu strecken. 10 Atemzüge, dann langsam die Knie wieder beugen und du kommst wieder in eine aufrechte Haltung. Mit der ersten Übung hatten wir schon eine gute Dehnung von der gesamten hinteren Kettemuskulatur geschaffen. Und jetzt sind die weiteren Übungen alle einfach in dein Bett. Setz dich hin, deine Beine so breit wie möglich platziert. Versuche dabei ganz aktiv, die Füße zu dir ranzuziehen und die Knie gestreckt zu lassen. Du sollst als erstes eine leichte Dehnung an der Oberschenkelinnen spüren, aber auch an der hinteren Seite von deinen Beinen. Und in diese Position kommst du jetzt nach vorne. Bringst deinen Rumpf so weit, wie du kannst, nach vorne hin. Ziehst deine Fußsohle, wenn du das schaffst. Wenn nicht, reicht es auch genauso, dass du nur den Unterschenkel umgreifst. Beine ein bisschen breiter, Knie sind durchgestreckt. Und dann arbeitest du dich langsam nach vorne. Bleib in dieser Position für ungefähr 10 Atemzüge und bei jeder neuen Atmung bringst du deinen Rumpf noch weiter nach vorne. Knie durchgestreckt, lass den Kopf mal hängen und greif auch nur den Unterschenkel, wenn es dir leichter fällt. Und komm bei jeder neuen Atemzug weit nach vorne mit dem Rumpf. Runter, runter, runter. Knie durchgestreckt und ebenfalls hier 10 bis 15 Atemzüge, bis du dann wieder in eine aufrechte Haltung kommst. Als nächstes geht es nun um die seitlichen Rückenmuskulatur.
Beug ein Knie zu dir ran, so weit wie du kannst, und das andere Bein jetzt seitlich weg. Dein Oberkörper bleibt gerade. Eine Hand bringst du jetzt zur Decke hin und mit der anderen rutschst du jetzt halt den Beinen lang. Und jetzt versuchst du mit der Hand ganz weit nach oben zu strecken. Ziel bei dieser Übung ist, dass du in diesem Bereich hier seitlich von dem Rumpf eine Dehnung spürst. Den Arm bringst du weiter nach hinten, bleib in der Position, wo du diese Dehnung gespürt hast und ebenfalls hier atmet langsam 10 bis 15 Mal ein und aus. Und bei jeder neuen Einatmung streckst du den Arm noch ein bisschen weiter und bringst den Rumpf noch ein bisschen weiter zur Seite. Es soll dir nicht wehtun, aber du musst schon auch an deine Bewegungsgrenzen kommen. Nur wenn du leicht über die Grenze gehst, bekommst du auch mehr Beweglichkeit. Bleib in der Position für 10 bis 15 Atemzüge. Das wird ja auch ungefähr so eine Minute gehen. Dann löst du die Spannung ganz langsam. Und dann das Gleiche einfach auf der anderen Seite. Ein Bein beugst du zu dir ran, das andere wird seitlich jetzt gestreckt. Eine Hand gehst du jetzt entlang von der Oberschenkel und die andere greifst du jetzt nach oben. Ellenbogen kommt nach hinten, du drehst deinen Rumpf bzw. beugst deinen Rumpf seitlich weg. So weit wie du kannst, Arm nach oben strecken, Rumpf zur Seite beugen. Und ebenfalls hier 10 bis 15 Atemzüge. Und jedes Mal ein bisschen weiter weggreifen mit dem Arm und mit dem Rumpf ein bisschen seitlich weg. Und danach einfach die Spannung wieder lösen. Bevor wir weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt und du genau solche Videos bekommen möchtest, weil du mehr für deine Gesundheit machen willst, wie du mit einfachen Übungen Schmerzen lindern kannst, Haltung verbessern kannst und deine Lebensqualität verbessern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit der Rückenlage. Jetzt zieh die Beine zu dir ran und gleichzeitig, es geht, versuch mal wirklich an den Füßen ranzuziehen. Und bring auch deinen Kopf nach oben und den Rumpf zu dir, dass du richtig schön rund wirst. Je runder du wirst, desto mehr wirst du auch die Dehnung an dem Rücken spüren. Tief einatmen und ebenfalls hier 10 bis 15 Atemzüge bleiben. Und versuche immer runder und runder zu werden. Nach 10 Atemzüge lässt es dann langsam wieder los. Und jetzt solltest du deine rechte Ferse auf deine linke Oberschenkel bringen. Es sieht so aus, ob du jetzt eine Viererzeichen machen würdest. Dein linkes Bein ist jetzt halt nach unten, hast ein 4 und hier so ein Dreieck. Jetzt nimmst du deine Hände unterhalb von der Oberschenkel und versuchst gleichzeitig das Bein zu dir ranzubringen, das linke Bein, und das rechte Knie, das bewegst du von dir weg, entweder mit den Unterarmen, wenn du das schaffst, oder einfach selbst anspannen. Und jetzt ziehst du die Hüfte weiter zu dir ran. Ziel bei dieser Übung ist, dass du eine Dehnung in deine rechte Oberschenkel spürst. Je weiter du ranziehen wirst, desto stärker ist auch die Dehnung. Aber achte darauf, dass dein Knie nach außen gedreht wird. Ebenfalls hier arbeitest du wieder mit deiner Atmung. Es sorgt dafür, dass du dich entspannst, dass dein Schlaf besser wird, dass du auch besser einschlafen kannst. 10 Atemzüge. Langsam tief ein und bei der Ausatmung ziehst du wieder zu dir ran. Nachdem du die Übungen gemacht hast, lässt du die Spannung wieder los und dann machst du das Gleiche einfach nochmal auf die andere Seite.
dein Sprunggelenk kommt jetzt halt auf die rechte Oberschenkel. Das linke Knie versuchst du ganz bewusst anzuspannen, um das Knie von dir wegzubewegen. Ganz bewusst. Je weiter das von dir weg ist, desto besser. Jetzt mit deinen beiden Händen greifst du zwischen deine Beine und ziehst nun das rechte Bein zu dir ran. Gleichzeitig entweder mit dem Unterarm oder mit Selbstanspannung bringst du dein linkes Knie von dir wieder weg. Ziehst du dir ran und lass es einfach mal zu. Diese Dehnung, die sorgt auch dafür, dass dein Nervensystem ein bisschen gedämpft wird, dein autonomes Nervensystem. Der wird ein bisschen gedämpft, dadurch kannst du dich besser entspannen, sorgt auch dafür, dass die Beweglichkeit besser wird und baut auch Stresshormone ab. Bleibt in dieser Position für 10 bis 15 Atemzüge. Zieh jedes Mal bei jeder Ausatmung das Bein zu dir weiter ran. Und dann zum Schluss einfach wieder lösen. Und jetzt die letzte Übung, was auch ein Segen ist für den Rücken. Wenn du den ganzen Tag gesessen hast, ist genau das eine richtig gute Übung für dich. Leg dir mal auf den Rücken. Ein Bein wirst du jetzt halt strecken. Das andere bleibt noch gebeugt. Und da, wo das Bein gebeugt ist, diesen Arm streckst du jetzt halt und lässt es seitlich wegfallen. In dem Fall jetzt halt meinen rechten Arm gestreckt. Mit meiner linken Hand werde ich das rechte Bein nehmen. Und jetzt bringe ich das rechte Bein seitlich weg, dass es nach unten kommt, bis das Knie jetzt auf den Boden kommt. Mein Fuß ist jetzt so ungefähr in der Kniekehle, dein Arm ist gestreckt und sollte auch die ganze Zeit jetzt halt auf dem Boden liegen bleiben. Am besten guckst du die ganze Zeit auch zu deiner rechten Hand hin. Dadurch hast du auch noch die Halswirbelsäule mit. Und in dieser Position bleibst du jetzt für 10 bis 15 Atemzüge. Bei jeder neuen Ausatmung versuchst du bewusst noch weiter nach unten, dein Knie weiter nach unten zu bringen und deine Hand weiter zu strecken, dass dein kompletten Gewicht auch auf dem Boden bleibt. Du wirst eine Dehnung spüren vorne an dem Brustkorb und hast gleichzeitig diese Drehung an der Lendenwirbelsäule. Bleib in dieser Position für 10 bis 15 Atemzüge. Zum Schluss Spannung loslassen, das Knie wieder nach oben beugen, das andere Bein jetzt anbeugen und jetzt einfach die Arme wechseln. Das heißt, links bleibt einfach auf dem Bett drauf, dein rechten Bein wird jetzt gestreckt. Mit deiner rechten Hand bringst du jetzt das linke Knie nach unten Richtung Boden. Das Ziel ist jetzt, wie davor, eine Dehnung von der Gesäßmuskulatur, eine Drehung in der Lendenwirbelsäule und auch eine Dehnung hier im Brustkorbbereich. Mit jeder Atemzug einatmen und bei dem Ausatmen versuchst du weiter dein Knie nach unten zu bringen, Richtung Matratze hin und den Arm lässt du jetzt auf dem Boden. Atme noch tief, 10-mal ein und aus. Freue dich, dass du deine Übungen jetzt doch noch geschafft hast, bevor du ins Bett gehst und durch die Übung auch besser schlafen kannst. Bleib noch 10 Atemzüge da und dann komm wieder noch einmal zur Mitte. Streck jetzt noch deine Füße aus. Verschränke deine Finger ineinander, dreh dann die Handfläche nach oben und jetzt streckst du dich einfach einmal ganz weit die Hände nach oben fallen lassen, Fußspitze machen und ganz weit auseinander strecken. Mit dieser einfachen Übungsroutine konnten die Patienten besser einschlafen, besser durchschlafen, Schmerzen wurden weniger und auch die Lebensqualität hat zugenommen. Probier sie doch aus. Am besten gleich heute Abend.
Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!